Willkommen, Sternenreisende, in der Galaxie WB03. Wir sind auf der Ätherfrequenz des YouTube-Kanals von Writing Bull und begrüßen euch hier zu diesem Multiplayer-Roleplay-Event zu Stellaris aus der Community von Writing Bull. Und wir, also eure Kommentatoren, sind zum einen ich, das Beobachterwesen Uhun, zum anderen mein geschätzter Mitmoderator Tumlu. Sei gegrüßt. Der jetzt auch das Go geben darf. Natürlich, es geht weiter. Ja, unser Zeitmeister ist leider gerade noch einen Moment verhindert, denn er muss gerade wieder ein wenig Sternstaub zu sich nehmen. Genau, da ist er wieder, unser Zeitmeister und Kommunikationsoffizier. Und wir hatten uns ja... Und Sternstaubschnüffler. Ja, das nein, ich habe mir von der Nation of Xin ein wenig Teufelsnektar geliehen. Okay. Ist der gut? Ja, sehr zu empfehlen. Okay, dann muss ich mal drüber nachdenken, mir da auch mal was zu gönnen. Gut, aber kommen wir erstmal zu den Mandasura Conservers und zu der Frage, wie sich das jetzt entwickeln wird. Denn die Flotten des Triumvirats haben ja sehr schön alles freigeputzt und dann kamen die Flotten der Domo-Republik und haben gesagt, oh, weißt du was, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen haben. Und da haben wir da ein paar interessante Kommentare zu bekommen. Wir waren ja kurz, also Arais und ich waren kurz dort und haben mit den jeweiligen Vertretern gesprochen, der Föderation des Triumvirats. Und der Kommentar war quasi sinngemäß, wir gucken mal, wie wir unsere Flotten so positionieren können, um der Domo-Republik so richtig schön in den Rücken zu schießen. Okay. Also im Endeffekt, sie gehen eigentlich davon aus, dass sie diesen Krieg für sich entscheiden können und dieses System auch komplett übernehmen können, bevor es die Domo-Republik überhaupt schafft, auch nur ein einziges System, ein einziges Segment der Ringwelt für sich zu beanspruchen. Wäre ich mir nicht sicher, da die Domo gerade auf dem Trade District gelandet sind. Ja. Ja, also man muss mal schauen, wie das Ganze ausgeht, aber sie haben gerade doch gesagt, sie werden ihnen möglicherweise ein wenig auf die Finger klopfen, wenn die es jetzt dazu entschließen, ihnen quasi ihren wohlverdienten Lohn abzunehmen. Ja, und wir wissen ja, was es bedeutet, wenn sie anderen auf die Finger klopfen. Definitiv. Der Beacon of Stability ist mittlerweile in osirischen Händen. Und beim Trade District wurden gerade die Domo-Flotten zurückgezogen. Okay. Also die Landungsflotten sind wieder in den Orbit gewandert. Interessant. Werden aber weiterhin. Und jetzt ist die Kriegserklärung an die Domo raus. Ja. Die haben ihre Flotten also nur in Position gebracht, um jetzt die Domo zwischen sich zu zermahlen. Genau. Und genau das passiert hier gerade, denn die kleine Flotte der Domo ist eingeklemmt und die große Flotte sieht sich direkt neben der Foxy-Flotte und im Rücken noch mit den Usiren konfrontiert. Das heißt, das ist, ich würde sagen, da haben die Domo sich eine schöne Scheiße eingebrockt, wenn ich das so sagen darf. Ja. Kannst du mal kurz nachfragen? Ich vermute mal, das einzige Ziel ist tatsächlich eben das Zerstören der Flotte, um eben quasi sie zurückzudrängen. Ja, genau. Verschwindet von hier, so nach dem Motto. Verschwindet aus unserem System. Genau, aber die Frage, ob noch irgendwelche anderen Ziele sind, ist natürlich... Aber ich gehe davon aus, dass die gleich einen weißen Frieden schließen werden, sobald das gefallene Reich erledigt ist. Oder je nachdem, wie groß die Verluste sind, vielleicht fordern sie auch etwas als Entschädigung. Kriegsreparation und ähnliches. Wer weiß. Was mir übrigens aufgefallen ist, die Bubububu haben hier überhaupt nicht mitgemischt, oder? Man muss aber dazu sagen, sie haben ja auch eine sehr, sehr kleine Flotte. Ja, stimmt. Sie sind einfach nicht die... Sie sind wirklich die Forscher im Hintergrund, mehr oder weniger. Sie sind ja selbst eigentlich ungern militärisch aktiv. Aber ja. Zumindest ernsthaft militärisch. Ne? Also, ja. So zu reinen Abschreckungszwecken oder Selbstverteidigung, ja, aber nicht ernsthaft offensiv halt. Was man übrigens anmerken muss, ich würde auch sehr gerne nach dem Krieg nochmal mit den Bubububu sprechen. Mit dem Vertreter. Denn, ich erinnere mich noch an ein Gespräch in einer der letzten Folgen, wo wir uns mit ihnen unterhalten hatten, und da waren den Synthetern gegenüber noch sehr, sehr misstrauisch, falls du dich daran erinnerst. Ja, stimmt. Und mittlerweile haben sie selbst Synthetern in ihrem Reich und sind selbst, also die Bubububus selbst, sind kein Stück versalbert,
Sie sind quasi sie selbst geblieben. Auch wenn sie glaubt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den biologischen Pfad beschritten haben. Ich glaube nicht. Nee, haben sie, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall, sie haben sich scheinbar den Synthetikern geöffnet, wenn auch sie selbst bleiben wollen, offensichtlich. Aber da wäre es interessant, mehr herauszufinden darüber. Definitiv. Und deswegen würde ich sagen, dass wir nach dem Krieg mal mit ihnen sprechen sollten. Genau. Im Moment werden anscheinend noch die Bedingungen verhandelt, die hier bei diesem Krieg gegen die Dumur relevant sind. Was ich ja immer noch interessant finde, ist, dass immer noch keine... Obwohl... Ich stelle gerade fest, doch, der Krieg der... Daesh und das Kaiserreich, stimmt, der ist vorbei. Der ist... Ich will kommen, der ist, glaube ich... Sieht nach einem weißen Frieden aus. Der ist, glaube ich, vorbei, ja. Beziehungsweise wahrscheinlich wird deswegen gerade pausiert, der wird wahrscheinlich gerade ausgehandelt. Denn mir werden hier Systeme als Daesh angezeigt, aber sie haben noch nicht eine neue Farbe angenommen. Tatsächlich. Also ist diese Pause gar nicht wegen der Domur, sondern hier wegen. Der Krieg hat also ein Ende gefunden. Ist ja auch irgendwo kein Wunder, ne? Wir haben ja schon gesagt, ne? Mengenmäßige und technologische Überlegenheit. Und sie haben sich hier anscheinend, wenn ich das hier so sehe, einen ganzen, ganz schön tief ins Kaiserreich hineingebohrt. Das Kaiserreich hat, ja, man sieht es, wenn du ins Narhalla-System schaust, nur noch 16.000 Flottenstärke haben überlebt. Ja, sagen wir 17.000, aber dennoch, ja, da stehen sie scheinen eine große Schlacht verloren zu haben, die das Ganze entschieden hat. Während wir gerade an anderer Stelle beschäftigt waren, das ist halt wieder... Irgendwie verpassen wir heute alle Schlachten. Ja, irgendwie verpassen wir heute die ganzen Schlachten. Man muss aber ja auch dazu sagen, dass bei den meisten Schlachten, wenn wir da reingehen und sie uns angucken, dass die Performance doch empfindlich schwächt. Aber trotzdem, ja, irgendwie ist heute, sind wir heute immer an der Stelle, wo was passiert, aber nie an der Stelle, wo... Die Schlachten, oder wie selten an der Stelle, wo die Schlachten groß sind. Aber gut, ne, es ist halt so. Ne? Wenn so viel auf einmal passiert, kann man das halt nicht ändern. Vielleicht sollten wir für das nächste Event Splitscreen machen. Das wäre eigentlich fast eine Idee, ne? So drei Beobachter. Wobei, man muss auch dazu sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, wir haben natürlich schon Gedanken gemacht über das nächste Event und wie das so aussehen könnte. Und die Idee ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, wobei das natürlich den Aufwand enorm erhöhen würde. Enorm, ja. Aber was wir uns tatsächlich überlegt haben, ist schlichtweg mal eine kleinere Runde zu machen. Also mit weniger Parteien, dass man auch mehr Fokus auf die einzelnen Rollenspieler legen kann. Ja. Und dann geht es natürlich auch weniger Sachen, auf die man achten muss. Dazu steht noch nichts fest. Wir haben nur so ein paar Grundkonzepte uns bisher überlegt, was man machen könnte. Aber das ist eben eine der Ideen, die wir hatten. Und wartet, das würde eben auch genau dieses Problem. Schon bald wird es wahrscheinlich Neues zu diesem Thema geben. Ganz genau. Ich glaube, wenn dieses Video erscheint, ist vielleicht sogar schon längst was im Forum losgegangen. Verspreche mal nicht zu viel. Ich sagte, vielleicht. Ja, aber du kennst doch YouTube. Du sagst ein vielleicht und alle stehen da und... Okay, es geht los. Ruhe. Wenn dieses Video rauskommt, erwartet das Unerwartete und vielleicht passiert ja etwas völlig Unerwartetes. So. Habe ich mich jetzt mysteriös genug ausgedrückt? Ja, gut. Genau, was völlig unerwartet ist. Wir starten nicht WW04, wir starten WW05. Man merkt einfach, Tumlu ist selber YouTuber. Der ist inzwischen schon so... Ich bin mehr so der Mensch, der sagt, ja, ich habe ja nichts versprochen. Punkt. Ja, ich mache seit über fünf... Ich bin seit über 5 Jahren auf YouTube unterwegs. Also man lernt irgendwann... nicht zu viele Versprechungen zu machen und ich mach's trotzdem immer noch und fall damit immer wieder auf die Nase. Ja, ich bin ja auch immer noch böse für einige Sachen. Also hier, ne? Was aus Tyranny geworden ist, das ist... Nee, das geht nicht. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. So eine Schande war das, eine Schande. Das diskutieren wir ein andermal aus. Es ist nur gerade so, dass nichts passiert. Na ja, es kommt auch nicht zurück. Ja, stimmt. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz nachfragen, was da los ist. Ich bin sofort wieder da. Und da bin ich wieder alleine. Nein, aber wie gesagt, Freunde, wenn das Video hier rauskommt, neigt sich ja wahrscheinlich auch dieses Event dem Ende zu und dann werden wir uns natürlich auch langsam um WB04 kümmern. Ja, wir werden sehen. Okay, also kurz die Anmerkung. Ich war gerade ganz kurz im Ratssaal des Triumvirats und da scheinen gerade hitzige Debatten zu laufen. Okay. Also das scheint doch kein Ergebnis da zu sein. Dann ist dem so.
Also ist das, also wird tatsächlich auch viel zwischen den Domo und dem Triumvirat diskutiert, oder? Also ich habe gerade tatsächlich nur den Vertreter der Bubo Bubo hören können in der kurzen Zeit. Ich wollte da auch nicht länger unterbrechen, um das Ganze nicht unnötig zu verzögern. Aber ich habe irgendwas von einer Stellungnahme gehört, also ich weiß aber nichts Näheres. Da wird uns Arabes sicherlich gleich mehr erzählen können. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal umschaut, jetzt mit dem Bubo Bubo wollten wir ja ohnehin sprechen, beziehungsweise der Union technokratischer Welten. Mit dem sonst noch Interessantes. Wir könnten in der Zwischenzeit mal mit dem Orden ein wenig sprechen und etwas herausfinden über den Krieg gegen die Domo-Republik oder auch gegen den Borg-Krieg. Wir ja darüber etwas mehr herausfinden. Was hältst du davon? Das fände ich eine sehr gute Idee. Lass uns das tun. Ein bisschen, ja. So denn, dann bekommen wir also den Vertreter des Ordens. Mal sehen, was der so zu den Geschehnissen denkt. Seid gegrüßt, Turanis vom Orden. Ich grüße euch, Beobachterwesen. Bin ich schon wieder hier? Ja, bist du schon wieder hier. Und wir haben einige Fragen an dich. Wir fragen uns, ja, wie es eurer Nation geht und wie ihr den letzten Krieg überstanden habt. Die letzten beiden Kriege, wir konnten ja darüber noch generell noch nicht wirklich mit euch sprechen. Ah, die letzten zwei Kriege. Schlimm. Hat ein Riesenproblem alleine schon im Regierungsrat verursacht. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Also fangen wir mal chronologisch an. Das war ja zuerst der Krieg gegen das Borg-Kollektiv, wo wir mit den Maran, die ihren Kreuzzug darüber ausgerufen haben, unser Verbündeten Zinn, sowie auch noch der Knikera-Kandelskastel gegen vorgehen wollten, kläglich gescheitert, riesige Schlacht und alles haben wir verloren. Ihre Borg-Kuben sind einfach zu mächtig. Okay. Und ihre Bodentruppen sind auch ziemlich mächtig. Selbst unsere mutierten Xenowesen, die wir dafür gezüchtet haben, sind gestorben in Milliardenzahl. Das klingt sehr, sehr schrecklich. Absolut. Und, also ihr habt diesen Krieg verloren. Die Forderungen waren ja glücklicherweise sehr gering. Mit nur einem System. Ja, unser Verbündeter hat ein System verloren, plus mussten wir den Außenposten in Hirklam aufgeben mit der Militärstation, die dort war. Ja, das hatten wir auch schon vermutet. Und dann kam natürlich die Situation, dass die Domo-Republik diese Situation genutzt hat, dass ihr eure Flotte verloren hattet. Ja, und trotz eines Friedensvertrags haben sie sich einfach entschlossen, uns anzugreifen, um das Hattac-Konsortium wieder zu integrieren. Sie haben uns erst versucht diplomatisch, da kamen wir auf keine Einigung, dass sie dann den Krieg begonnen haben und... Leider, da wir keine Flotten haben, die wir stellen konnten gegen die Domur, ging das Ganze schlecht aus. Jetzt leben die Hattac leider wieder in Sklaverei. Bis auf die wenigen, die wir entsprechend schon in unser Reich integrieren konnten. Hier umsiedeln konnten, beziehungsweise die migriert sind auf eure anderen Planeten. Die zu uns geflohen sind. Das ist natürlich sehr traurig. Eine Sache, wo ihr gerade das Stichwort Flucht benennt. Mich gerade etwas. Und zwar hatten wir festgestellt, dass es momentan wohl Flüchtlingswellen aus dem Kaiserreich gibt. Oder zumindest gab eine Zeit lang. Sind da denn auch welche bei euch aufgetaucht? Die auf den Grenzen habt. Die hatten da nur die Primitiven bekommen. Und zum Kaiserreich, ja, das ist nicht so ein nettes Thema. Ja, das Kaiserreich ist momentan unter dem aktuellen Herrscher oder seinem Stellvertreter, wir wissen es immer noch nicht genau, wer da momentan die Macht hat. Sie haben ja den Krieg gerade verloren, sehen wir jetzt die Änderung. Aber sie haben wohl gerade im Narkirk-System, was jetzt ja auch quasi in anderen Händen ist, ja, die Goldesel wurden erst ausgewiesen und jetzt werden sie gleich ganz vernichtet. Wären sie mal schneller geflohen? Ah ja, das sehe ich auch gerade. Sie haben gewonnen. Aber gut, aber ihr seid Flüchtlingen gegenüber offen. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Also ihr nehmt, solange ihr könnt, nehmt ihr auch Flüchtlinge auf. Auf jeden Fall. Und wir bauen immer weiter aus, dass wir mehr Platz haben für Leute und Flüchtlinge. Wie macht ihr das? Baut ihr Habitate? Dafür errichten wir Habitate. Einige haben wir schon entsprechend errichtet. Allerdings sieht es bei anderen Themen, ein anderes Bauprojekt steht jetzt bald an. Oh. Wird aber noch ein paar Jahre dauern, bis der Beginn damit stattfindet. Momentan steht auch der Flottenaufbau wieder an, natürlich. Der ist erstmal auf einem akzeptablen Niveau aktuell. Zumindest sagt der Regierungsrat dies.
Ich bin da anderer Meinung. Sie ist knappe 40.000 Flottenstärke, damit kann man durchaus arbeiten. 45.000? Aber. Ja, ist grob über den Daumen, habe ich ja gemeint. Aber ja, auf jeden Fall, es wird noch mehr, so wie es aussieht. Aber ihr steht ja auch nicht alleine da im Zweifelsfall. Aber mehrere Sachen, die mich noch interessieren. Und zwar, vor allem, wie steht ihr denn zu der Föderation, die sich gebildet hat? Das Triumvirat. Die betrachten wir mit Sorge, weil zwei davon nur noch von KIs geführte Reiche sind. Und bei Borg sehen wir, wohin das führt. Unsere Befürchtungen sind komplett wahr. Die haben sich alles absolut bewahrheitet. Und weil wir werden wahrscheinlich die technokratische Welten dem gleichziehen. Denn unser Verbündeter wird ja jetzt ja auch entsprechend erobert, die Mansura. Ja, aber ich denke mal, gerade bei der Union technokratischer Welten, man muss bedenken, die Bubububu, die haben sich ja immer ferngehalten von Vercyberung. Also die Bubububu sind selbst ja immer noch natürlich. Sie haben zwar, soweit ich weiß, Genmanipulation etwas vorgenommen, aber sie haben keine Vercyberung. Bisher noch nicht. Sie dulden die Synthet in ihrem Reich und sehen sie auch als gleichberechtigt, aber denkt ihr nicht, sie können vielleicht so ein wenig als Kontroll, also als biologische Kontrollfunktion wirken innerhalb dieser Föderation? Das wäre natürlich sehr gut, aber wir wissen natürlich nicht, was daraus wird, ob sie wirklich so bleiben, wie sie jetzt sind, biologische Wesen oder nicht. Ja. Und ich kriege gerade eine Meldung aus dem Innenministerium. Auf Neumünchen sind Ralgari-Flüchtlinge angekommen, die von den Saresh vertrieben worden sind, geben die Flüchtlinge an. Und haben um Asyl gebeten. In welchem System ist das? In Bayern. München. Ja. Da. Tatsächlich da. Das ist doch durchaus interessant. Und da hat man im Hintergrund, glaube ich, den Fluchtwagen gehört. Ja, ich glaube, das war einer der Fluchtwagen. Aber ich sehe schon, ja, hier sind die Ralgari angekommen und es macht Sinn, ne? Auf der anderen Seite der Galaxis werden die Ralgari ja gerade von den Saresh vertrieben. Ja. Dann würde mich sehr interessieren, wie sich das auch, also auf lange Sicht, wie sich das wohl auf die Beziehung auch mit dem Kaiserreich auswirkt, wie die wohl darauf reagieren werden, dass sie ihre Flüchtlinge aufnehmen. Aber. Die ist aktuell am Boden an der Stelle. Natürlich, dem Kaiserreich geht es sehr, sehr schlecht auch momentan. Nee, aber auch die Beziehung, ja, natürlich. Weil die machen massenhaft eine Massenmord. Ja. An den ehemaligen. An den Mirovandia. Mirovandia, genau. Deswegen, also die Guten der Galaxie verlieren scheinbar die Oberhand. Es sieht leider so aus, ja. Nun gut, aber ich würde sagen an dieser Stelle, wir bedanken uns für das Gespräch. Wir müssen nämlich noch ein paar andere Dinge klären. Aber auf jeden Fall danke für diese Informationen. Aber noch kurz die Frage, wie sind denn eure Pläne jetzt für die nahe Zukunft? Als nächstes werden wir das Bauprojekt in Taio beginnen. In wenigen Monaten. Wollt ihr dann schon verraten, was ihr bauen wollt? Es wird eine riesige Station, die doppelten Nutzen hat. Einmal für unseren Geheimdienst, den Terranischen Nachrichtendienst. Sowie aber auch unsere Forschungsfraktion, die sich hinter der Firma Terranische Fakultät Terranis. Ihr wollt eine Wachmatrix bauen, oder? Oder eine Forschungsmatrix? Eine Wachmatrix zu einer forschenden Galaxie und beobachten der feindlich gesinnten Reiche. Das ist interessant. Viel Glück mit diesem Projekt auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle sage ich dann, lebt wohl und auf bald. Auf bald. Auf bald. Und ich hoffe, wir leben lange. Und in Frieden. Viel Glück. So, da sind wir wieder alleine und hallo Arius. Hallo. Und ich habe gerade mit angesehen, wie das Fallen Empire einfach von den Usiren komplett eingenommen wurde. Ja, und mit der Domo-Republik herrscht auch wieder Frieden. Genau. Arius, erzähl uns erstmal etwas darüber. Genau, die Domo-Republik hat sich quasi out of RP beschwert, dass keine Kommunikation herrschte bezüglich dem Krieg. Konnte aber geklärt werden, es war beiderseitig ein Missverständnis. Die Domo-Republik wurde dazu gezwungen, sich aus dem System Beacon of Infinity zurückzuziehen. Und dafür wurden quasi Reparationszahlungen von der Föderation angeboten. Also wurde der Konflikt
nach dem Krieg, natürlich nach der Schlacht, auch so Frieden beigelegt, wie nur irgendwie möglich tatsächlich. Genau. Interessant. Gut, der andere sehr interessante Punkt ist jetzt natürlich der Frieden zwischen den Sa'esh und dem Kaiserreich. Genau, die Sa'esh haben quasi 4 der 5 geforderten Welten bekommen, beziehungsweise Systeme. Ja, das sieht man jetzt auch ganz gut, wie sie sich so wie so ein Dammbruch ins Kaiserreich ausbreiten. Und wir werden gerade Informationen zugespielt. Einen Moment. Meine Spione im Eternal Crusade melden sich gerade. Und meine in der Unimatrix. Schaut mal ins Tau-Ceti-System. Tau-Ceti-Moment. Ja. Was haben wir denn da? Ein Avatar. Die Shroud bestraft den Eternal Crusade. Okay. Hat er wieder reingegriffen? Scheinbar. Frage mal nach, was er wohl angestellt hat. Oder was sie angestellt haben. Die Yacht des Kaisers? Ja, er hat in die Shroud gegriffen und... Naja. Die Yacht des Kaisers zieht sich auch gerade aus dem... aus den Systemen der Borg zurück und fliegt zurück nach Narhalas. Sehr interessant. Also die aktuelle Entwicklung. Also wollt ihr vielleicht etwas mehr über den Friedensschluss zwischen dem Kaiserreich und den Sa'esh herausfinden? Kann ich gerne machen. Dann werde ich mal kurz zu einem Vertreter des Kaiserreichs gehen. Dankeschön. Und danach würden wir dann mal, wenn möglich, mit den Bubo sprechen. Ich werde diesen Namen, glaube ich, nie loswerden. Mit der Union technokratischer Welten, meine ich natürlich. Wir sprechen mal mit der Union, würde ich vorschlagen, ja. Was ich wirklich interessant finde, ist diese Sache, dass hier die, der Yacht folgt ein großer Schlachtkreuzer der Borg. Der zentrale Plexus. Wenn ich das richtig sehe. Nee, jetzt folgt er nicht mehr. Doch. Klick mal auf den Plexus, der ist nur noch nicht und der springt nur noch ab wahrscheinlich. Ja, das stimmt, da sehe ich es. Yacht folgen. Das heißt, die Yacht fliegt zurück nach Narhalas, aber der Borg-Plexus, der zentrale Plexus, folgt ihr. Interessant. Sehr interessant. Beziehungsweise der Plexus, der hat keine Abbringzeit, sondern die haben ja den Sprungantrieb. Das heißt, sie sind halt sofort im anderen System. Deswegen können sie auch erst losspringen, wenn die anderen schon da sind. Logischerweise. Aber das ist doch interessant. Was die wohl wieder aushacken. Was die wohl wieder für Pläne schmieden hier. Recht veraltetes, altes Schlachtschiff. Das ist ja einfach nur... Es ist eben nur die Yacht, das ist ja kein Kriegsschiff. Er hat ja seine kaiserliche Marine. Ob das jetzt als Reaktion, also ich vermute mal, es wird auch die Reaktion auf den Angriff der Sa'esh jetzt irgendwas geplant werden, wenn man dagegen vorgehen könnte. So, ich bin zurück. Willkommen zurück. Also, zu dem Krieg zwischen Sa'esh und Kaiserreich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das, was man sieht, ist das, was auch quasi als einziges gefordert wurde. Mhm. Bezüglich den Informationen zu der Yacht. Die Klaue des Kaisers, also der Geheimdienst des Kaiserreichs, entführt gerade den zentralen Plexus der Borg. Interessant. Das ist allerdings wirklich interessant. Und was haben die damit vor, weißt du das? Angeblich will das Kaiserreich diesen Plexus hacken, um Zugriff auf das Borg-Netzwerk zu erlangen. Oh, Scheiße. Ihr wisst, was das bedeuten würde, ne? Wenn sie die Borg wirklich hacken können. Und die Borg befinden sich noch in ihrem Regenerationszyklus. Richtig. Wenn sie die wirklich hacken können, das wäre massiv. Das wäre sehr massiv. Hm.
Da muss man mal gucken, was das wohl für Auswirkungen hat. Aber, das wird natürlich eine Weile dauern, denke ich mal, bis die da Näheres zu übermelden haben. Wir wollten aber mit der Union Technokratischer Welten einmal sprechen, mit einem Vertreter. Wenn du nur den guten Unquartier die mal herholen könntest, wäre das sehr, sehr schön. Ja. Dankeschön. Im Kaiserreich werden wir dann in Zukunft mehr erfahren, denke ich. Ja, das denke ich allerdings auch. Das denke ich allerdings auch. Es ist halt sehr interessant. Also es ist jetzt keineswegs übermäßig aufregend oder so, aber es passiert eine ganze Menge hier. Mhm. Oh, ein hartes Räuspern. Ich grüße euch, Unkrautjeti. Grüße zurück. Wir sind neugierig. Ihr habt ja jetzt neuerdings, ihr seid Mitglied des Triumvirats der Wissenschaft, gemeinsam mit dem musikischen Direktorat und der Union of Foxies. Mhm. Und wir haben uns erinnert, also erstmal Glückwunsch zu dieser Föderationsgründung und zu bereits erfolgreichen Aktionen innerhalb dieser Föderation. Was uns jedoch aufgefallen ist, oder woran ich mich erinnert habe, ist, ihr habt doch immer ein gewisses latentes Misstrauen gegenüber den KIs gehabt. Ja. Ich erinnere. Und zwar gegenüber den osirischen Direktorat sicherlich und gegenüber der den Foxys, die sind ja mittlerweile auch Vollsyntheten. Mhm. Wir haben festgestellt, das hat sich ja dann kurze Zeit später oder zur selben Zeit ungefähr hat sich ja das Borg-Kollektiv gegründet. Und die zeigen ja latent aggressives Verhalten. Also wir finden das extrem interessant. Wir haben auch in Unimatrix 001 haben wir tatsächlich ein Forschungsschiff entsandt. Das wird absolut ignoriert. Das ist Wahnsinn. Das sind wahnsinnige Kampfverbände. Und die, warum wir jetzt doch mit dem osirischen Direktorat und den Foxys letztlich das Triumvirat gegründet haben, ist, dass wir festgestellt haben, die durch die Bedrohungen der Ralga und der Zaresh Beacon of Purity sahen wir uns gezwungen, um unser Überleben. Das ist quasi so eine Überlebensreaktion gewesen. Denn der letzte Krieg gegen die Zaresh Beacon of Purity führte zur kompletten Ausrottung einer gesamten Spezies. Und zwar den Zyn. Wir konnten leider keine mehr schnell genug retten vom Planeten. Das war eigentlich unser Ziel. Unsere Flotte sollte Zeit erkaufen, aber das hat leider nicht mehr funktioniert. Und wir sehen uns da beengt und haben quasi mit den Osiren und den Foxys haben wir ja immer noch diese Forschernatur gemeinsam und die Wissenschaft. Und es scheint, als hätten sie ihre kybernetischen Gehirne relativ gut gegen irgendwelche Angriffe von außen geschützt. Und wir sind da auch zusammen immer in Arbeit, dass da das System quasi auf den neuesten Stand gehalten wird, damit eben sowas wie mit den Borg nicht nochmal passieren kann. Jeder von ihnen ist tatsächlich ein Individuum. Man müsste quasi wirklich jede einzelne KI, jedes einzelne Individuum von den Osiren und der Foxys quasi hacken, um quasi flächendeckend Schaden anrichten zu können. Und das ist Kapazitäten, die hat keiner. Außer vielleicht das Borg-Kollektiv. Und das ist quasi, und dem können sie standhalten. Dementsprechend sind wir darüber eingekommen, dass vielleicht in solchen Momenten es möglich ist, Differenzen beiseite zu legen, weil wir ja sonst immer gute Beziehungen hatten zu den Osiren und auch zu den Foxys. Die Osiren sind uns zweimal in die Bresche gesprungen, als dieser Resch meinten, sie müssen uns euch vernichten. Euch angreifen, euch erobern. Die Foxys haben uns immer unterstützt, haben uns immer riesige Bauprojekte. Wir sind jetzt gerade am Bau einer Ringwelt. Im Asgard-System. Oh ja, ich sehe es. Genau. Wir haben zum Beispiel die Dyson 4. Da gibt es ein paar Komplikationen. Wir kriegen die gerade nicht weiter. Das ist so ein Stuttgart 21-Projekt. Das wird irgendwie nichts. Aber die Ringwelt scheint auf jeden Fall besser zu laufen. Wir haben jetzt ein paar Habitate gründen können, um noch so die letzten verbleibenden Flüchtlinge vom Elektra-System noch aufzunehmen. Damals wurden die ja vertrieben von den Zaresh Beacon of Purity. Ja. Und deswegen
Haben uns letztlich entschlossen, es ist eigentlich nach wie vor immer noch unser Ziel, diese Galaxis zu retten, immer noch unser Ziel, alles zu erforschen und alles zu wissen, was möglich ist. Und da war das Triumvirat eigentlich optimal. Also in Bezug auf das Triumvirat und die anderen Mitglieder des Triumvirats kann man eigentlich sagen, ein gewisses Misstrauen gegenüber der KI ist immer noch da, einfach wegen dieser Anfälligkeit. Aber gemeinsam arbeitet ihr daran, dass eben genau diese Anfälligkeit geringer wird, sage ich mal. Ich glaube, besser hätte ich es einfach nicht ausdrücken können. Gut, dann eine Sache würde ich, also ihr seid, für euch ist es natürlich, ihr seid keine Militärnation, wart ihr noch nie. Das ist euch ja selbst sehr, sehr wohl bewusst. Ihr seid die Forscher. Und da ist es, denke ich, durchaus sinnvoll, sich eben unter den Schutz größerer Nationen eben in der Hinsicht auch zu begeben und eben mit ihnen zusammenzuarbeiten. Eine Sache möchte ich euch aber tatsächlich ans Herz legen, und zwar sucht eventuell mal das Gespräch mit dem Orden, mit einem Vertreter des Ordens. Dem Orden? Ja. Wir als Union oder also als ihr als Union ihr als Union technokratischer Welten, denn ich glaube, der Orden, ihm geht es ähnlich wie euch. Sie fühlen sich ein wenig bedroht von den großen KI-Nationen um sie herum. Genau, okay. Vielleicht könnt ihr da Aufklärungsarbeit leisten. Genau, einfach, aber okay. Ich denke, man sieht, ich sehe das Potenzial. Ihr habt euch auch mit dem Orden schon oft gut verstanden, soweit ich das schon mitbekommen habe. Das ist korrekt, ja. Und es wäre schade zu sehen, dass das zugrunde geht, wenn es nicht sein müsste. Was mich natürlich auch irgendwo verwundert ist, warum haben die sich noch nicht bei mir gemeldet? Wir haben ja schon längst die Grenzen wieder auf, der Isolationszyklus ist rum, die kennen doch eigentlich unsere Zyklen. Wir haben ja regelmäßig Forschungsabkommen gehabt. Also ich habe es auch ihnen dies hochzurechnen. Und dazu off-Character, wir haben ja gerade erst vorhin mit ihm gesprochen, da habe ich es auch mal erwähnt, dass er dich vielleicht mal anquatschen sollte. Er ist wahrscheinlich einfach nicht dazu gekommen. Ja, kein Problem. Nee, dann machen wir das. Gut. Gut. Ich glaube, das war es dann auch soweit mit den Fragen. Oder? Dann. Hat noch jemand anderes von euch Fragen? Nein, alles gut. Nein. Dann sage ich mal, lebt wohl, viel Glück in dieser Galaxie und bei dem Versuch, weitere Spezies zu retten. Und also mittlerweile haben wir sogar von den Myrovandia, wollte ich noch sagen, haben wir auch Flüchtlinge aufgenommen. Das ist sehr witzig. Oh. Ich glaube, auf Sonos Gaia System, auf Sonos Gaia Prime, haben wir tatsächlich Myrovandia. Ja, Myrovandia haben wir da. Das ist Sonus Corporation Gaia Prime. Ist das gehört das System quasi den Foxys eigentlich? Verstehe ich das richtig? Nein, haben die da einen wichtigen einen Sitz? Sitz. Sie haben dort administratorische Rechte, kleine Delegationen gehabt. Die ist jetzt im Utgard-System. Als der Krieg ausbrach, mussten die fliehen. Mhm. Nein, sie haben uns damals die Terraforming-Kosten für Gaia Prime quasi finanziert. Ah. Und aus dem Grund haben wir ihnen zur Ehrerbietung den Corporation-Namen mit einbinden lassen. Und das System auch danach benannt, damit man es leichter findet, einfach auf der Karte. Das ist, okay, das ist interessant. Aber genau. Gut, dann würde ich sagen, lebt wohl. Danke für diese Informationen. Es ist immer wieder eine Freude, mit euch zu sprechen. Und dann werde ich mich mal mit dem Orden in Verbindung setzen. Ja, mach das. Lebt wohl. Lebt wohl. So, ganz kurz. Nahalas System. Okay, ich springe. Moment. Ich bin gerade. Ja. Ich leide gerade unter etwas, das nennt man Energiearthritis. Also, das haben wir am Rande schon mitbekommen, aber da hat es ja doch nochmal was Ordentliches geändert. Da herrscht Krieg. Da herrscht Krieg. Ja. Die Borg greifen an. Die Borg attackieren das Kaiserreich. Offenbar und haben sie mit gemerkt, dass ihnen das gestohlen Frieden. Wurde. Ja. Und das massiv. Das guckt euch das an. 300, über 300.000. 202 Schlachtschiffe. Was war das denn jetzt? Und es herrscht schon wieder Frieden. Also ich vermute mal, da waren sie nicht besonders begeistert von der Entführung. Ich glaube, das ist eine milde Untertreibung. Ich glaube, die kamen an und sagten dann nur, fügt euch. Ganz genau. Und sie haben sich gefügt, finde ich das richtig. Kannst du etwas mehr herausfinden, eventuell, was da jetzt vorgefallen ist, konkret? Ja. Dankeschön. Und ich würde sagen, es ist doch eine interessante Entwicklung. Ja. Und nochmal kurz off-character die Anmerkung. Ich denke mal,
wir wollen uns eigentlich nicht einmischen. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht. Aber ich denke mal, diese kleine Andeutung gegenüber zwischen dem Orden und der Union technokratischer Welten, ich glaube, die kann man uns verzeihen. Also wenn überhaupt... Also Zuschauer, ihr wisst ja, wer diese Andeutungen gemacht hat. Ne? Ja. Also wem ihr dann verzeihen müsst, wisst ihr. Ich habe mich geflissentlich zurückgehalten, damit keiner aufschreit. Das ist ja, ich denke mir einfach, es ist einfach dieser Gedankengang. Es ist halt, das ist einfach so drin, dieses Thema mangelnde Kommunikation. Und, ja. Und ich denke mir einfach nur, die haben so lange zusammengearbeitet. Es ist nur logisch, wenn sie miteinander reden. Ja, natürlich. Aber ich sehe es halt innerlich kommen. Am Ende erklären sie sich ihm. Am Ende kommt irgendein Missverständnis, vielleicht ein dummer Krieg oder sowas. Also ich hoffe, ich habe mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn doch. Oder wenn die lieben. Entschuldige ich mich schon mal dafür. Oder wenn die dann am Ende alle die Folgen sehen dürfen. Dann heißt es dann, der Tumlone hat wieder manipuliert, der kann es einfach nicht sein lassen. Aber gut. Ich meine, wo sie recht haben, haben sie recht, ne? Ich meine. Nein, aber Scherz beiseite. Ich denke, das kann man definitiv noch zählen, als wir kommen unserer Aufgabe als Vermittler nach, indem wir hier die Kommunikation fördern, wo sie eigentlich immer noch sein müsste, es aber im Moment nun mal nicht ist. Ja. Ah, naja, man muss mal gucken. Also das mit dem Kaiserreich und Borg ist jetzt auf jeden Fall sehr interessant, was auch immer da jetzt konkret rausgekommen ist. Und an der Stelle muss man nochmal das Roleplay, glaube ich, loben, was vor allem jetzt General und Zacko eben zusammen machen, aber in dem Fall jetzt eben Felankell in Vertretung. Felankell in Vertretung jetzt mit Borg. Und das Aral ist auch schon wieder. Ich habe sehr interessante Informationen. Ja, dann hau raus. Als das Kaiserreich angefangen hat, den zentralen Plexus zu hacken, hat das die Aufmerksamkeit der Borgflotte auf sich gelenkt. Okay. Und daher kam es auch zum Krieg und kurzzeitig zur Schlacht. Ja. Und im letzten Moment konnten die Hacker die Borg wieder in einen Regenerationszyklus zurückschicken. Jedoch wurde der zentrale Plexus rechtzeitig rausgebeamt. Der befindet sich wieder im Hoheitsbereich der Borg. Sie haben ihn also entführt, haben ihn gehackt, daraufhin kam der Angriff. Sie haben den Angriff abgewendet, indem sie die Borg in einen Regenerationszyklus geschickt haben. Aber die konnten den Plexus noch evakuieren. Genau. Also out of RP gesagt... wird das jetzt noch ein bisschen weiter im RP gesponnen, aber das wäre zu spoilerlastig, um es den Zuschauern schon zu verraten. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommt, sich ausgedacht haben, die beiden, beziehungsweise jetzt die drei. Oh, das geht noch schön weiter. Wir erwarten auch nichts Geringeres als das. Gut, dann ist tatsächlich gerade mal wieder Ruhe in der Galaxie. Das ist so ungewohnt. Und das ist ungewohnt, aber in dem Fall jetzt gar nicht mal so unpassend, denn ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut, genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, hoffentlich mit etwas mehr Aufregung und einen neuen Konflikten und neuen Situationen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.